Das ist einfach ein Kampfstab plus 1. Den können wir gegen den Kampfstab eintauschen. So. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Erzähl mir mal von den Dieben bei der Taverne Elfgesang. Es gab einen Barney, mit dem ich sprechen sollte. Er ist ein Stammgast in der Taverne Elfgesang geworden. Was seltsam ist, es ist kein Ort, an dem Sänger sonst willkommen sind. Das ist die Taverne, die nur Geister hat zu singen. Nun, das ist gar nichts. Sorge nicht meine. Machen wir uns auf den Weg. Ich schätze, das Gebäude des Eisenthrones ist in seinem Land. Wem soll ich dort sprechen? Rassad in Bajir, ein Mönch der Selunit-Sekte des Ordens. Ja. Machen wir uns auf den Weg. Gut. Gut, dann gehen wir als nächstes zur Elfgesang. Also erstmal in den Sorcerer, ins Zauberanlein. Safana, Koran and the Bard Garrick have been seen there recently. Or if you'd like to get some supplies for the journey to Dragonspear, we can go to Sorcerer's Sundries. Wir sind nicht weit von der Taverne Elfgesang entfernt. Da wurden in letzter Zeit einige Leute gesehen, mit denen ihr vielleicht sprechen wollt. Safana, Koran und der Bard Garrick. Oder wenn ihr ein paar Vorräte für eure Reise nach Drachenspear besorgen wollt, können wir auch zu allerlei Zauberei. Excellent day for whatever you're after. Selma, wie wir uns reden. Verzeihung, ich bin neu in die Stadt gekommen. Könntet ihr mir sagen, wo der Laden allerlei Zauber... den Laden allerlei Zauberei finde? Hey, nehmt eure Hand aus meiner Tasche. Eure Sinne sind scharf, meine Klinge aber auch. Noch so... seine Diebin diesmal. Worum geht es diesmal? Nichts, womit ich nicht klarkomme. Ich sollte mich schnell zur Geldverleiherin begeben, um diesen Geldbeutel abzuliefern. So, erstmal töten wir eine Diebin. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Was hat's mit dir hier auf sich? Das ist unerhört. Wir haben nichts falsch gemacht. Wartet einfach geduldig ab, bis Verstärkung eintrifft. Habt ein paar Tunichgute gefangen, was? Diese Flüchtlinge sind in die Stadt gekommen, um Hilfe zu suchen, haben dann aber unsere Großzügigkeit erwidert, indem sie auf der Straße für Unruhe gesorgt haben. Vielleicht haben wir uns ein wenig gerauft. Na und, wir sind gereizt und die Stunden vergehen nur langsam. Wenn ihr für Unruhe gesorgt habt, ist die Flamme der Faust dazu verpflichtet, euch in Gewahrsam zu nehmen. Ich kann euch verstehen, mein Freund, die Feuerwehr belästigt ehrliche Menschen gerne wegen jeder Kleinigkeit. Glaubt mir, seid die Einzigen, die im Moment Probleme haben. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ihr heute noch keinen Stahl der flammenden Faust zu spüren bekommen habt. Ich habe nicht genug Leute, um all diese Rabauken zum Hauptquartier zu bringen. Könntet ihr zur Kommandozentrale der flammenden Faust gehen und jüngst mitteilen, dass Offizierin wieder Verstärkung benötigt? Natürlich. Ich freue mich immer, wenn ich den Verteidigern der Stadt zur Seite stehen kann. Bitte... die Faust Barmherzigkeit an uns zu üben. Wir haben unsere Zuhause und unseren Besitz verloren. Einige von uns haben durch den Kreuzzug sogar keine Familie mehr. Müssen wir auch noch unsere Freiheit verlieren? Vielleicht schätzt ihr eure Freiheit ein wenig mehr, nachdem ihr ein paar Tage hinter Gittern verbracht habt. Und jetzt hütet ihr eure verdammte Zunge, bevor ich sie für euch hüte. Ich sollte im Hauptquartier den flammenden Faust um Verstärkung bitten. Da ist Sena und ihr Leibwächter. Gehen wir jetzt erstmal in Sorcerer's Sundries rein. Alright, get what you need. I'll cover the door. Nun gut, holt was ihr braucht. Ich sichere die Türe. Gut, ich vertraue dieser Türe. Sie sieht zwielichtig aus. Lasst sie ja nicht aus den Augen. Nicht einmal für einen Augenblick. Ihr seid ja so sitzig. Seid ihr jetzt zufrieden? Dann geht und holt, was ihr braucht. Ich bin Bade. Was erwartest du von mir? Grüße und willkommen in Halbasirs Cousin. Ich bin Halbasirs Cousin Kasrim. Ich kam gerade aus Kaishammer. Kann ich euch für einige Waren begeistern? Auf was für eine Art von Waren seid ihr spezialisiert?
Mein Cousin Halber, sie hat eine exzellente Auswahl an Tränken und Gebrauchsgegenständen. Doch sind meine Güter etwas einzigartiger. Soll ich euch zeigen, was ich anbiete? Ja. Jeder Gegenstand hat eine Geld-Zurück-Garantie mit Abzügen für Abnutzung. Ah, Schriftrollenbehälter und Tranktasche auf jeden Fall. Ein paar Roben, Schutzumhänge. Kann nur verwendet werden vom Barde. Ich bin Barde. Achso, die ist ausgegraut, weil ich sie mir nicht leisten kann. Panzerhandschuhe, Armschienen. Armschienen der Beharrlichkeit. Kann nur vom Mönch verwendet werden. Ausweichpantoffeln kann auch nur vom Mönch. Faunfedermütze. Charisma plus 2 für Barden. Schützt aber nicht vor kritischen Treffern. Hey, ich trage aber nichts auf dem Kopf, soweit ich weiß. Aber ja. Minsk verkauft mal den ganzen Tant hier. Weil wir haben echt nicht viel Geld. Ein bisschen unsere Kasse auf zu füllen. Ja, wir tragen nichts auf dem Kopf. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. So, wo ist jetzt die Zahlmeisterin? Einer nach dem anderen, habe ich gesagt. Einer nach dem anderen. Tut mir leid, ihr werdet euch einen Blick gedulden müssen. Ich bin fürchterlich beschäftigt. Das sehe ich. Was machen all die Leute hier? Gibt es etwas zu tun, um zu helfen? Lieber das, als fürchterlich verletzt zu sein. Dieses Schicksal erwartet euch übrigens, solltet ihr mich nicht unverzüglich bedienen. Was machen all diese Leute hier? Die Flüchtlinge von diesem sogenannten Kreuzzug in den Trollhügeln haben die Stadt überschwemmt, bis sie fast aus den Nähten geplatzt ist. Jeder hortet Vorräte, bevor die Preise aufgrund der Nachfrage unvernünftige Höhen erreichen. Die vor der strahlenden Dame flüchten, haben genug Gold, um hier einzukaufen? Einige konnten mit dem Leben und Geld oder Besitz zu ihnen kommen. Andere haben Verwandte in der Stadt, die ihnen helfen. Es genügt zu sagen, dass es nicht an Kunden mangelt, die für meine Aufmerksamkeit zahlen, wenn ihr mich also bitte entschuldigen würdet. Der Rat der Vier hat mich gebeten, dabei zu helfen, Kaidas Kreuz sogar ein Ende zu setzen. Zeigt mir bitte eure Waren. Gibt es etwas, was ich tun kann, um zu helfen? Was könntet ihr schon groß machen, Moment mal, ihr seid diese Person, die in aller Munde ist, der Behält von Baldur's Tor, ja? Das macht euch wohl recht vertrauenswürdig. Kann ich euch bitten, nach oben zu gehen, um mir eine Kiste mit leeren Trankflaschen zu bringen? Ich brauche sie für meine Bestellung. Ich hole und komme gleich zurück. Vielen Dank. Hier ist der Schlüssel zum Schrank oben. Ihr müsst die äußere Treppe nehmen. Die in der Mitte dient nur als Dekoration. Ich weiß nicht, was der Baumeister sich dabei gedacht hat. Aber genug geredet. Trankflaschen, holt sie. Ah ja, wen ich immer noch suche irgendwie ist... Die Zahlmeisterin, ist die etwa auch oben? Wie ihr wünscht. War es hier oben schon immer so leer? Oh, eine Zauberformel. Aber lesen wir nochmal. Geldtransport. Ich muss diesen Geldbeutel der Geldverleiherin gegenüber von Zauberlehrer allerlei bringen. Ach, gegenüber. Ja, noch 2 Formeln. Tränke. Da ist der Behälter mit leeren Flaschen. Noch mehr Tränke. Ups. Wir haben es geschafft. Wir sind drin. Ja, Schana. Schnappt euch so viel wie möglich. Wenn unsere Taschen voll sind, teleportiert uns Sättel wieder raus. Wir sind nicht alleine. Ihr da, was tut ihr hier? Das ist unser Einbruch. Wir beobachten den Laden schon wochenlang. Ihr seid Einbrecher. Ihr hättet ihn einfach weiterhin beobachten sollen. Verschwindet von hier, solange ihr noch dazu in der Lage seid. Ach wirklich, vielleicht können wir uns auf etwas einigen. Nehmen wir die 2. Tötet die Kiorn. Eich? And whatever thy will. Schon keinen. Worum geht es diesmal?
So, jetzt haben wir Hass drauf. I hear. Ich sollte runtergehen und mit Halsbar reden. Ihr braucht nur zu fragen. Und zunächst nehmen wir erstmal alles, was wertvoll ist. Schutzformel gegen Blitz ist gut. Schutzformel gegen Kälte ist gut. Fluch der Versteinerung, den lassen wir schön hier liegen. Worum? Ja, ihr braucht nur zu fragen. Das ist der Fluch der Versteinerung. Yes. Mindestens nehmen wir die Sachen. Dann nehmen wir doch das damit. Feuerpfeil. Wurfpfeil, der kann verkauft werden. Das kann man zu Tina hier. Das kommt zu Minz. Das kommt hier rein. Schurkenrobe, die kann auch von bei Minsk verkauft werden. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Na lustig, wenn wir hier alles klauen, tauchen auf einmal Diebe auf und wollen noch mehr klauen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Update. Grüß und willkommen. Ja, nicht heute. One at a time, one at a time. Ich habe die Trankflaschen, die ihr haben wolltet. Wunderbar. Danke, das würde mir eine große Hilfe sein. Hier, nehmt das für eure Mühen. Es gibt sonst noch, gibt es sonst noch etwas, was ich für euch tun kann? Ihr solltet wissen, dass ich einen Einbruch verhindert habe, als ich oben war. Ein Einbruch? Ja, ein Dunkelelf hat Magie benutzt, um in das Obergeschoss einzudringen. Ein versuchter Einbruch. Das war eine kunterbunte Gruppe, die von einem Dunkelelfen namens Zettel angeführt wurde. Jetzt ist die Gruppe aber kunterbunt und ziemlich tot. Ah, ich weiß, von wem ihr sprecht. Zettel und ich haben eine Weile gemeinsam studiert, bevor wir getrennte Wege gegangen sind. Wir haben uns gestritten, könnte man sagen. Vielen Dank, dass ihr meine Ware beschützt habt. Das weiß ich zu schätzen. Hier, nehmt das als Belohnung. Gute Leute wie euch findet man heutzutage schwer. Ein Amulett. Amulett des Schutzes, trage ich schon. Kann Minsk nicht tragen, kann Düner hier nicht tragen, also ab da rein. Ihr seid wieder da, mein tüchtiger Kunde. Zeigt mal, was ihr zu verkaufen habt. Jede Menge Pfeile, Tränke, Formeln oder sogar bösere. Elfsmagisch. Riten, oh, wie schön. Noch mehr Formelzeug, Strahl der Schwächung, Wort der Macht, Schlaf, Teleportationsfeld, Ansteckung, Seelenrüstung, Kältekegel ist nicht so besonders, Stab des Schlafes, nö. So, langsam haben wir wieder etwas Geld. Nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, das heißt wahrscheinlich, diese Sena hier ist die Sehr gegrüßt, werter Herr. Geldverleiherin Sena zu euren Diensten. Wie kann ich euch heute behilflich sein? Ich habe eine Einzahlung von einer Händlerin namens Terra für euch. Oh ja, ich kenne Terra. Wenn ihr mir die Einzahlung gebt, vermerke ich sie auf ihrem Konto. Bitteschön. Vielen Dank. Ihr könnt ihr ausrichten, dass ich die Einzahlung erhalten habe und ihr Konto auf den neuesten Stand gebracht wurde. Schönen Tag noch. Ich sollte Terra die guten Nachrichten überbringen. Ja, gehen wir jetzt noch in Elfgesang rein. Elf Song Tavern. Little pretentious for my taste. I'll wait for you here. Taverne Elfgesang, etwas hochtrabend für meinen Geschmack. Ich warte hier auf euch. Wie ihr wollt. Ruf mich, wenn ihr mich braucht. Okay, jetzt speichern wir hier erstmal. Das ist jetzt Let's Play 03.
003. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.